Moin, HSV-Fans. Ihr seht, was ich hier habe in der Hand. Das ist ein Foto von unseren Jungs da, Herrn Königsdörfer. Ich bin zufälligerweise heute im Krankenhaus gewesen und habe den Jungen getroffen mit seinem Betreuer oder Manager. So, das dazu. Ich hoffe, dass er unterschrieben hat. Und dann geht das weiter. Alles klar. So, das war zu Königsdörfer. Für mich ein sehr guter Mann. So, ihr könnt sehen, aber er ist auch sicher in Hamburg, das seht ihr. Und unterschrieben würde er auch haben. Alles klar, das dazu. So, ich will mich nochmal kurz fassen. Ja, die Vorbereitung läuft ja jetzt in Österreich. Das läuft ja sehr gut da. Ich habe da noch einen Bericht gehört. Ich bin ja leider nicht vor Ort. Das ist das ja eben das Dumme. Also, aber das kann ich mir finanziell nicht erlauben. Das ist mir viel zu teuer. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, ich kann meine Frau nicht zur Arbeit schicken. Die macht den Kühlschrank voll und ich mache in Österreich den Kasper. Das geht nicht, das dazu. So, aber sie machen gute Arbeit da. Da habe ich Robert Glatzel gehört. So, das ist ein Vollprofi. Er verzichtet auf Geld und spielt beim HSV weiter und will unbedingt den Aufstieg erreichen. Da ziehe ich alles, was ich habe. Da mache ich den Daumen hoch, Robert. Ich habe dir das ja schon gesagt. Ich habe ihn ja auch schon am Volkspark getroffen und habe ihm gesagt, ich will ihn nicht zum Bart schmieren mit dem Pinsel. Was er gemacht hat, das gibt einen unheimlichen Schub für die Mannschaft und auch für das ganze Team rundherum, Trainer, allen drum und dran. Und zu unserem Trainer Tim Walter natürlich Glückwunsch, habe ich dir gesagt, Tim. Ich nehme an, der hat ja auch, glaube ich, schon unterschrieben. Also, es bleibt beim Alten. Und jetzt noch was, da sind ja sehr gute Leute auch zugekommen. Der Torwart ist ein Riese in meinen Augen. Ich habe die Qualifikation gesehen. Und noch was zu dem Königsdörfer. Den habe ich ja mehr oder weniger in der U21 verfolgt. Da war das ein guter. Und sehr viele Bundesliga-Clubs waren hinter ihm her. Und Schalke nur 4 auch. Nicht? Und alle, aber genau, er hat sich für uns entschieden. Wunderbar. Der Junge, den gehört die Zukunft hier. Ich hoffe, mit Robert Glatzel zusammen mit 2 Stürmer. So, das dazu. So, jetzt nochmal, zusammenfassend sagen, wir haben sehr gute Leute eingekauft. Natürlich keine erste Sahne. Das können wir gar nicht bezahlen. Es sind alles Spieler, in Anführungsstriche, bis auf den Torwart. Ingolstadt ist abgestiegen, Königsdörfer ist auch abgestiegen, aber wir haben natürlich den Riesenmann gekriegt hier. Für mich ein Riese, der Slowake aus Gladbach. So, der ist ja nun nicht abgestiegen. Aber sonst, ich habe nicht gerne abgestiegene Leute. Aber wie gesagt, wir können das nicht anders machen finanziell. Also sie sagen, bei Wagemann, der geht wohl nach Stuttgart, das ist eine Frage des Geldes. So sieht das ja aus im Moment beim HSV. Ich würde sagen, sehr, sehr positiv. Deswegen immer noch sage ich, Jungs, der Aufstieg muss passieren und wird auch passieren. So sehe ich das. So, es ist angerichtet. Jetzt macht er was draus. Bei Tim Walde habe ich gar keine Angst. Der wird sich schon das einfallen lassen. Die werden sich noch wundern. Der kann auch wieder mal über seinen eigenen Schatten springen und das machen, was wir gerne auch haben wollen. Zu Hause mit 2 Stürmer und vielleicht noch hinten mal das Ding rauspieken, was wir immer sagen, wenn das mal gefährlich wird. Das muss er sich annehmen, die Truppe. Alles rausspielen, hinten geht nicht. So, das sind meine Worte. Ich freue mich über den Königsdörfer, dass er gekommen ist hier. Und dann wollen wir mal sehen, was da läuft. Ich freue mich schon auf das Testspiel. Da gebe ich ja nichts drauf. Ich freue mich auf Braunschweig. Da freue ich mich drauf. Da spielt die Musik. Aufsteiger Braunschweig. Heiß wie Frittenfett. Und wir müssen da hin und müssen da etwas machen. Da freue ich mich drauf, auf die 2. Bundesliga, mehr als wie auf die 1. So, das sind meine Worte. Henk Peter muss jetzt weg. Ich habe noch Termine. Alles klar. Tschüssi. Und dann nur noch HSV. Und für den Jungen natürlich alles Gute. Alles Gute. Tschüssi.